möchte ich doch gerne endlich mal dieses Buch erwerben, von dem ich die letzte Folge oder ach so die letzte Folge gesprochen habe. Und zwar geht es um dieses, nein, es geht um dieses Lager hier, das ich noch nicht auf der Karte habe. Aber ihr könnt mir glauben, dort ist eins. Der große Baum im Weißlaufs Windbezirk wird Güldengrünbaum genannt und wird von den Anhängern von Kynaret als Heiligtum verehrt. Ja, ich habe denen ja gut geholfen. Ich habe mir das Harz gesammelt. Und ich will mir diesen Baum auch endlich mal angucken, wenn der dann groß gewachsen ist. Oder blüht wieder. Gut, also meine Handlung. Und zwar möchte ich. Hier ist so ein komischer See. Da ungefähr. In dieser Richtung. Und zwar befindet sich dort dieses Buch, von dem ich gesprochen habe. Erze umwandeln. Mit dem ich, wie der Name vermuten lässt, Erze umwandeln kann. Und zwar in bessere Erze. Was meiner Meinung nach den einzig sinnvollen, also für mich sinnvollen, sinnvolle Verwendung der Veränderungsmagie darstellt. Weil was anderes ist mir eigentlich ziemlich bewusst. Brenn! Ja. Okay, also da muss ich selbst ich zugeben, das war absoluter Fail. Also so dick gefailt habe ich ja noch lange nicht mehr. Die steht einfach so 2 Meter vor mir und ich schieße einfach komplett vorbei. Oh oh. What the fuck? Säbelzahntiger? Wie kommt denn ein. Oh, schön. Aber. Hä? Säbelzahntiger in Weißlauf? Was zum Teufel ist denn hier los? Na, na, na. Egal. Wir unternehmen lieber einen Versuch. Dieses Lager müsste das sein. Falls das denn ein Lager-Icon ist. Ich kann's. Sowas habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Aber das sieht relativ lagermäßig aus. Mal sehen, wie es heißt. Das müsste irgendwie Lager irgendwas Mund oder. Nee, wie heißt das? Oh, Magier. Stehender Strom. Natürlich. Stirb. 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 Ich sagte, du sollst völlig sterben. Ja, du darfst auch sterben. Es sei euch allen erlaubt, zu sterben. Genug ist genug. Ich hab. Na egal. So, ich suche mir einfach mal die hier. Ah, nichts Besonderes. Aber wieso hat die denn immer diesen dämlichen Schutzzauber? Der geht mir ja fast schon so auf die Nerven wie drauf hier. Ah, da muss man doch immer wieder auf die altmodische Variante zurückkehren. Mit dem alten Schild und Schwert. Auch wenn ich kein Schild habe, aber das Schwert tut's immer noch. Auch wenn diese. Was war das denn gerade für ein cheaterhaftes durch die Gegend geglitsche? Zack, zack. Zack. Ich meinte. Zack. Gnade. Gnade. Das gibt's bei mir nicht. Gold, Eisenpfeile. Das will ich haben. Aber Gnade. Gnade wirst du niemals erkennen. Hame! Hame! Ha! Und da fliegt er. Wunderbar. Ein Apfelkuchen. Wieso hat er einen Apfelkuchen dabei? Wieso habe ich keinen Apfelkuchen? Ich hätte echt gerne Apfelkuchen. Wenn mir gerade einfällt, ich. Ja, wo wir gerade bei Apfelkuchen sind. Ich hätte doch wirklich gerade gerne mal daran denken sollen, einem von denen die Seele zu klauen. Und hätte so einen schönen Stuhl, um einfach mal zu gucken, was abgeht. Echt nett. So, was sollte ich mir auch besorgen? Was gibt's hier noch? Ein Schleifstein? Ups, Holzfäller-Axt. Ah, noch ein Holz. Verdammt. Ah, Holzfäller-Axt ist so eigentlich das, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Weil es ja eigentlich nur dazu dient, Holz zu hacken. Und damit kann man ungefähr in 2 Stunden halt ein bisschen Holz hacken und Geld verdienen, aber es ist so langweilig. So richtig. Ich habe einen Holzteller, glaube ich, mitgenommen, aber es ist so richtig langweilig.
Und mit Langeweile Geld zu verdienen, ist nicht so mein Ding. Aber hier haben wir auch eine nette Blutspur, auch wenn sie uns nicht zu irgendeinem Mörder führt. Genau, hier könnte man dann Holz hacken und was weiß ich. Ewiglich Geld verdienen. Aber wir wollen ja hier rein. In das Lager stehender Strom, weil das war ja nur die Vorhut. Vorhut, egal. Am besten holen wir uns für den nächsten Banditen erstmal die Seelenfalle raus. Tarnen uns noch cool. Bodenplatte. Oh, da arbeitet einer schon ganz wie so total wild. Arme. Tja. Stirb. Alter. Ich hab doch dreimal voll auf den drauf geballert und er hat einfach keinen Schaden bekommen. Was war denn da los? Mammutstoßzahn. 150 wert. Ach du Scheiße. Oh. Ach stimmt, die soll ich ja für Madesi sammeln. Rauer Wulstling. Ach, noch ein paar Pilze mitgehen lassen. Immer wieder schön. Und ich kann sogar die Ader abbauen, die er hier einfach so liegen gelassen hat. Weil das ist ja so eine wunderbare Mine. Ich glaube, ich sollte mehr Minen besuchen. Eisenerz. Erzader ist erschöpft. Eisenerz. Da müsste man einfach mal so einen Klopfbeat legen. Könnte man bestimmt auch einen netten Song draus machen. Aber das ist eine andere Frage. Das ist alles eine Frage von Jazargo. Oh, na gut. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten das jetzt aufbrechen und ein bisschen ins Schloss knacken leveln, aber so geht's offensichtlich auch. Wir müssen uns ja nicht gleich entdecken lassen. Die Seelenfalle habe ich rausgenommen. Wir haben ja jetzt unsere Seele. Sind das hier so nur Sandsäcke, oder? Oh cool, ich kann sie alle durchsuchen. Apfel. Ah, hier ist das Salz. Zerlegt haben. Nein. Ist auch nichts drin. Oh, eine riesige Truhe. Stirb. Was haben wir denn da? Ach, Magierschlampe. Geh sterben. What? Holy shit. Ich hab kein... Oh. Ich hätte echt alles voll mit Adern. Also, die, Stirb, Banditenanführer. Banditenanführer sind... Ups. Okay, aber... Alter, ich sehe tatsächlich alles voll mit Adern. Ich hab's gar nicht gecheckt. Banditenanführer, der hat eine... Mit Magikaschaden. Ach, du Kacke. Noch nicht mal Blitz, sondern tatsächlich Magikaschaden. Wilderer Ball. 5. Na gut, also die Verzauberung kann ich gut gebrauchen. Der Stab gibt nichts. Ah, hier ist ja jetzt eigentlich mal Stille. Ich glaube, auf dem Rückweg baue ich die Ader noch weiter ab. Ein Dietrich, eine Flöte. Schicklicher Überblick über das Kaiserreich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, ich lasse das mal die Säcke durchsuchen. Das dauert jetzt zu lange und wir finden eh nur Äpfel. Und ein Mammut. Wie kommt das Mammut in die Höhle rein? Ist das nicht... Wie soll das denn durch den Eingang passen? Blam. Das Buch ist in die Schmiede gefallen. Interessant. Verbranntes Buch. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall verbrannt. Eine Schmiede. Noch mehr Mammutstoßzähne. Seht das hier? Ist das so ein wilderer Lager? Oh oh, ich sehe schon unseren Traglastkollaps kommen. Mammutrüssel, diese Gegenstände, die sind alle ziemlich schwer. Aber was soll's, solange es noch geht, können wir das Blut auch nehmen. Nee. Schade. Also, wir haben hier den ganzen Kram. Lösegeld für Zarek. Eisenerz. Nein, gut. Lassen wir das. Fürenzia. Was?
Der Kuchen und der Diamant. Das klingt doch nach einem spannenden Werk. Lederstiefel, Eisenschwert, nein, nein, nein. Aber in der Kommode ist doch bestimmt was Schönes. Nein, ist es nicht. Gut, und hier haben wir das Eisenerz, Silbererz und ein Haufen Tränke. Das Met wollte ich eigentlich nicht. Aber hier haben wir eigentlich das besagte Buch, das ich finden wollte. Mineralerz umwandeln. Und eine Ausgabe von der Katastrophe von Ionit. Gutes Buch. Und eine hübsche Truhe. Zwergenbogen ist viel wert. Dietrich, Seelenstein. Wunderbar. Dann können wir gleich mal das Buch lesen. Denn dieses Buch befähigt uns dazu, rohes Eisenerz in Silber oder Silbererz in Gold umzuwandeln. Also, einfach nur geil. Aber irgendwie auch der einzig geile Zauber, den es da gibt, meiner Meinung nach. Kerzenschein, also, super. Kerzenschein. Wieso soll ich sowas lernen? Yay, es ist hell. Jetzt kann ich das hier 50.000 Mal casten und dann steige ich irgendwie auf. Ach, wahrscheinlich soll man in die Mine reingehen, um noch mehr Erz zu sammeln, aber ich befürchte... Was ist denn gerade passiert? Aber ich befürchte leider, dass wir fast schon überladen sind. Ah, natürlich, ey. Ich hätte mit höchster Wahrscheinlichkeit das lassen sollen mit dem... mit dem... Denkst, ne? Scheiße. Die Drachenschuppen hätte ich wahrscheinlich zu Hause lassen sollen. Kerzenschein. Oh, beidhändig. Umwandeln. Bam! Oh, ich habe Golderz. Habe ich jetzt... Was habe ich denn jetzt da umgewandelt, ehrlich gesagt? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe jetzt 10 Eisenerz und ein Golderz. Und ein Eisenerz ist 2 wert und ein Golderz ist einfach 50 wert. Das bedeutet, ich hatte auch ein Silbererz, also... Silbererz. Ach so, der wandelt das Silbererz immer erst in Golderz um, bevor er das Eisenerz nimmt. Naja, gut. Also kann ich jetzt, habe ich noch eine neue... Wieso kann ich das nicht abbauen, verdammt. Ha. Merkwürdig. Aber jetzt habe ich eine... Kann ich irgendwie den aktiven Effekt beenden? Ich habe nämlich so die leise Vermutung, dass das irgendwas mit dem Kerzenschein-Dingens zu tun hat. 5 Sekunden noch. So, 1, 2, 3, 4, 5. Verschwinde. Lass mich das... What? Alter. Hab ich mich erschrocken. Also ich hatte gedacht, dass irgendwas von vorne kommt, aber doch nicht von hinten. Was sind das denn für schwule Seile? Ja. Ein zweites Mal funktioniert die Geschichte nicht, ne? So, komm, jetzt aber. Eisenerz. Eisenerz. Jetzt auf einmal funktioniert's, ne? Aber wieso hat's denn gerade... Oder wieso leckt das denn so? Nein. Nein, 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 das ist nicht cool. Ach, jetzt ist die Erzader auf einmal... Auf einmal auch erschöpft. Nerv. Und da geht's offensichtlich wieder raus. Das ist ein Stolperdraht. Was zum... Oh. Das ist noch eine Bärenfalle. Wie blind muss man denn eigentlich hier sein? Aber hier ist noch Erzader. Ich möchte nämlich eigentlich alle Adern abbauen hier drin. Aber... Boah, die Stoßzähne wägen echt viel. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache, hier alles wegzubringen. Na, wahrscheinlich lasse ich hier irgendwas zurück, stopfe das in irgendwas hinein. Ziel Himmelsrand, ja, hier geht's raus. Also, ich kann nicht rennen, ich kann nicht schnell reisen, wenn ich überbeladen bin. Mache ich das am besten. Ah, da war doch noch ein Haufen, da war doch noch Pilze im Gang, wieso kann ich die nicht sammeln? Wow. Und ich glaube, dieser hier Ausgang hier bringt mich nicht sehr viel weiter. Wow! Wieso verliere ich Leben? Das ist nicht cool. So,
Skoma, Skoma, Gesundheit. Habe ich hier nicht meine eigenen coolen Gesundheitstränke? Ach, egal. Warum habe ich auch immer Schaden bekommen? Das ist so uncool. Hirsch. Na egal, macht eh keinen Unterschied mehr. Komme ich noch irgendwie in den Geldbeutel da hinten? Oh! Okay, lassen wir das einfach. Lassen wir es gut sein, die 5 Gold. Gut, also hier kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Wir können nicht teleportieren. Aber wir können dem Hochelfen ein bisschen was zustecken. Und zwar genau 8 Traglast. Lassen wir am besten Eisenerz da. Und zwar genau 9. Damit wir auch ganz sicher reisen können. Und von hier aus reisen wir nach da, wo wir immer alles abladen, nach zu Hause, in mein Heim in Wind. Wenn ich endlich mal Ja treffe, dann reisen wir auch tatsächlich nach Winterfeste. Laden kurz alles ab und ja, machen dann weiter. Aber ja, also meine neue Freizeitbeschäftigung wird jetzt sein, auf dem Weg, wo auch immer hin, immer schön mein Magicka zu verbrauchen, indem ich umwandle. Also es ist ja eigentlich ein Adeptenzauber der Veränderung, der naja, relativ teuer ist in der Ausführung. Und ja, mal gucken, wie weit bin ich eigentlich jetzt mit Veränderung? Wäre es auch ganz interessant, mal hier aufzuleveln. Also, okay, es hat nicht wirklich viel gebracht. Aber das war ja praktisch zu erwarten. Was hast du denn vor? Bei Gesargo, oder bei, nein, Entschuldigung, bei Gesargo muss man sich über gar nichts wundern. Der gute alte Katze. Ich denke über viele Wow. wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören Ja. nicht dazu. Creep mich mal nicht so an, du verdammter. Uah. Gruselig. Gut, das Zutatenfässlein will doch gut gefüllt werden. Weg damit. Und weg, 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 weg. Genau, das Buch kann nicht verwendet werden. Nein, schon natürlich nicht entfernt werden. Verwendet werden kann es natürlich. Die Bücher, der Diamant. Hütet euch vor dem Schlechter, kann ich eigentlich wegwerfen. Das Tagebuch des Schlechters haben wir gelesen, also kann das hier hinein. Also dementsprechend kann eigentlich alles da rein. Gut. Dann. Unter Sonstiges brauchen wir als allererstes. Oh ja, das entzaubern wir alles noch. Den Bogen verkaufen wir. Zaubertränke, Schriftrollen, nein, 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 nein. Bücher auch nicht. Schlüssel, nein. Sonstiges Bullshit natürlich. Bullshit, das hier verkaufen wir. Das kann weg. Die Drachenknochen können auf jeden Fall weg. Das Eisenerz behalten wir. Das Golderz kann weg. Damit können wir im Moment nichts anfangen. Die Seelensteine, die Granatsteine, die Stoßzähne können auch alle weg. Die Edelsteine können wir leider nicht ablegen. Das Fell muss noch weg. Und dann holen wir uns aus dem Fass das komplette Eisen- und Silbererz, das wir besitzen. Na, mit Chromerz können wir leider gar nichts anfangen. Eisenbarren, Eisen. Oh mein Gott! Ich bin so blöd. Ich habe gerade einfach alles genommen. Scheiße. Das muss weg. Das muss weg. Weg damit. Aber wie kann man nur so hohl sein? Fell. Wieso habe ich eine Flöte? Ich meine, was soll ich mit dieser Flöte? Golderz kann auch nicht. Verdammt nochmal. Hawkerzahn. Aber wieso müssen denn diese Mammutdinger so viel wiegen? Das ist echt Wahnsinn. Ich habe echt eine Menge an scheiß wertvollem Kram, muss ich. Fällt mir gerade mal so auf. Silberbarren. Stahlbarren. Tigerpelz, dieser Stein kann ich leider nicht wegwerfen. Das kann weg, das kann weg, das kann alles weg. Puh, habe ich es doch tatsächlich geschafft, 20 Eisenerz mitzunehmen und den Rest wieder einzulagern. Was mich doch dazu bringt, eine Menge Zauber zu benutzen. Aber wir haben ja jetzt den Ort glücklicherweise schon entdeckt. Aber da fehlt ja noch ein bisschen Erz, deswegen reisen wir da wieder hin. Wie viel Platz habe ich denn jetzt? Ach, nicht M. I, Junge.
ist mir eigentlich auch noch immer noch zu viel traglastig. Weiß nicht woher, also. Okay, jetzt weiß ich woher. Das ist ganz schön schwer, dieses Zeug. Ja, das macht wohl. Ein Trip nach Weißlauf wird das Ganze wieder weghauen. Also kurz das. Die Markierung entfernen, weil die mich nervt schon. Und in die Mine. Das restliche Erz abbauen. Abbauen. Bauen. Baum. Abbaumen, weißt du? Weißt du Bescheid, Junge? Ah, aber mit dem Eisenerz können wir das, dann können wir das in Silbererz verwandeln und das Silbererz in Golderz und wieso starten wir so weit außerhalb, da müssen wir so viel laufen. Aber das soll uns erstmal egal sein. Ein Kaninchen, wie süß. Ein Fässchen. Ah, Äxte. Nee. Also da drin müsste ja genug. Ist das vielleicht, sieht das Minen-Item-Icon auf der Minimap vielleicht immer so aus, wie diese gekreuzten Schlingen-Dinger. Ja sogar die Ader ganz am Anfang habe ich einfach übersehen. Und jetzt hacke ich mir über seine Leiche hinweg. Makelloser Amethyst. Wow. Was ich mal wachen würde, wenn die Leiche direkt da liegt, wo ich hinhacke. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Und ein Granatstein. Gute Ausbeute. Gute Ausbeute für eine Ader. So, dann habe ich da noch eine Ader, die ich nicht gesehen habe. Und Eisen. Und Eisen. Eisenerz. 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 Und die Erzader ist erschöpft. Gut, dann. Auf dem Boden war hier noch die Ader. Aber auch interessant, dass es hier nur Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz-Adern gibt. Aber ist das hier an der Wand auch eine Eisenerzader oder gehört das alles zusammen? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ist sicher, wenn. Ja, das an der Wand ist, scheint eine eigene Ader zu sein. Huh. Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind ja noch viel mehr. Also, diese Mine macht mich wahrscheinlich ziemlich reich. Weil aus diesem Eisenerz kann ich ja Silbererz, dann Golderz. Und aus dem Golderz kann ich irgendwelche Ringe machen. Und die kann ich dann wieder verzaubern. Mit meinem Seelenstein oder was weiß ich. Oh mein Gott. Ah, habe ich eigentlich dran gedacht? Ja, ich habe ganz bestimmt dran gedacht, mir eine Seele zu holen hier. Ah, noch eine Eisenersader. Aber wenn ich das dann verzaubere noch, level ich noch in Verzauberung und mache einen riesigen Haufen Kohle. Und davon kaufe ich mir dann irgendwelche Level wahrscheinlich in, weiß noch nicht genau, wahrscheinlich in Alchemie, weil das immer einfach viel zu schwer zu leveln ist. Oder noch in Verzauberung, weil ich es kann. Und ja, mal sehen, was da sonst noch so ansteht. Wäre mal ganz interessant zu erfahren. Irgendwelche Rüstungslehrer. Irgendwelche Lehrer, die einfach nur da sind, weil man. Wow, hier ist ja überall Erz. Ach du Scheiße. Wo man einfach mal lernen. Also einfach diese Sachen, die ich nie benutze, lehren kann. Die Lehrer müsste ich mir mal raussuchen. Später irgendwann, wenn ich zu viel Geld habe. Ah, ja, aber zu viel Geld haben, das ist noch alles, gehört noch alles ins Reich der Fantasie. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Gut, dass ich nochmal wiedergekommen bin. Was befindet sich denn hier für ein Scheiß? Tomaten, das gehört direkt verboten. Die Musik lässt Böses erahnen, aber dann mal gucken. Also Ruf zu den Waffen, Heiler, Stahltricksaxt. Ja, also nicht so mein Ding, aber ich will nicht drüber klagen. Es ist immer noch rund um Erz. Also ich bin doch ziemlich geirrt, was diesen Laden hier angeht. Hier ist alles voll mit Geld. Aber so wie ich das gerade gesehen hatte bei den ganzen Eisenerzadern,
ist es zufällig, was man da rausbekommt. Also ich habe ja schon gesehen, aus Eisenerz alle Rubine, Granatsteine und Amethysten. Sind das hier noch Erzadern? Nee. Was? Nein, das war nur die Kommode. Aber da oben hin habe ich, glaube ich, soweit alles abgegrast. Also das da ist ja leer. Wow, schreibt mich doch nicht so. Das hier war ja abgefahren. Oh. Und hier kam ich ja wieder zurück nach draußen. Und das werde ich gleich mal machen, weil ja, weil ich einfach von hier wegreisen kann. Keine Lust, wieder zurückzulaufen. Und dann mache ich mich auf nach